So, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Jetzt in dieser Folge geht es um das IKFB Asus X99 Monoblock in Nickel mit Plexiglas. Das ist dieser CPU-Kühler und Spannungswandlerkühler, den ich in den letzten Folgen schon erwähnt habe. So, dann werden wir gleich mal anfangen. Oh. Aufkleber, ich will hier nicht zerstören. So, jetzt kriegen wir ihn raus. Ist von EK Waterblocks. Fand ich vom Designtechnischen sehr schick. Und mir war es halt sehr wichtig, dass die Spannungswandler mitgekühlt werden, da die Kühler natürlich auf dem normalen Board nicht verbunden sind mit der Heatpipe. Und insofern, wenn wir übertakten wollen, werden die Spannungswandler natürlich sehr heiß. Und deswegen war es mir wichtig, mitkühlen. Ne? Und möglichst nicht mit einem extra kleinen separaten Spannungswandlerkühler, weil wir da wieder reingehen, rausgehen und wieder in die CPU-Kühler reingehen und wieder rausgehen. So ist es einfacher, haben wir nur einen Anschluss, gehen wir rein und raus. Ja, so, hier fangen wir an. Hier haben wir einmal Wärmeleitpaste, die EK Tim Ezotherm. Und einmal wahrscheinlich, wie ich davon ausgebe, sind das die Wärmeleitpads für die Spannungswandler. So, das war's damit. Hier sehen wir diverse Schrauben mit kleinen Plastikriegen zum Unterfüttern. Können wir das sehen? Schafft die Kamera nicht ganz. Hier haben wir kleine Plexig, keine Gummiringe, die dafür da sind, dass wir die mit den Metallschrauben nicht direkt auf dem Mainboard sind. So, das dazu. Hier haben wir gleich oben drauf eine Anleitung. Oh, das ist ein CPU-Sockel. MOSFET, Heat, Sink. Ja, da soll man, das ist halt erklärt, ne? Da oben die Schrauben soll man abnehmen. Steht man, soll noch mehr Schrauben abnehmen. Vom Mainboard noch die hinten liegen. Gucken wir mal dann, wenn wir das einbauen, wie das genau vonstatten geht. Ja, Wärmeleitpaste aufschmieren. P-Pad. Diese Plastikringe, die man unterfüttern soll beim Mainboard. Dann die Kühler raufsetzen. Ja, Standard. Wissen wir ja. Naja, Standard, aber das kriegen die schon alles hin. So, jetzt gucken wir mal unseren. Jawohl. Oh, heavy. Ganz schön schweres Teil. Hätte ich mir nicht so schwer vorgestellt. Noch ein schönes Logo von EK da drauf. Original Packing. Ja, will nicht raus. Die Schrauben, von die sich am Mainboard halten, sind hinten durch die Plastikdings gedrückt. So. So, hier haben wir das gute Stück. Natürlich richtig rumhalten. Ne? Hier haben wir unseren CPU-Kühler. Und hier wird sitzen die Spannungswandler. Wir sehen, hier unter wird dann das Wärmeleitpad rangeklebt. Und hier ist natürlich unser CPU-Sockel. CPU-Sockel? Nee, Quatsch. Für die CPU halt. So, wo rein und raus ist, kann man auch nicht sehen. Aber das werde ich in der Anleitung nachlesen. So, ein kleines EK-Logo haben wir hier auch. Sogar versehen mit einer kleinen Schutzfolie. Ja, was soll ich hier großartig sagen? Sieht richtig nice aus. Fühlt sich sehr wertig an. Bin ich echt gespannt, wie der Einbau ist. Wie das so alles klappt. Das werde ich wahrscheinlich in Bildlogs quasi festhalten. Ein bisschen Musik untermalen.
Ja. Denn das alles zu filmen, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Da es auch meine erste Wasserkühlung ist, die ich baue, will ich mir da schön Zeit lassen, alles in Ruhe. Insofern war es das auch mit diesem Unboxing, denn mehr ist hier nicht drin. Und ich hoffe, ihr seid bald wieder mit dabei, wenn es weitergeht bei unserem PC. Und dann danke fürs Zugucken und ciao.